Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Und ja, in der letzten Folge haben wir diesen Rätselraum wahrscheinlich nicht richtig abgeschlossen. Wahrscheinlich hätten wir den mit Pfeilen machen sollen, aber ich hasse alles. Ich hasse diese Viecher. Sind, dann ist die Sinti viel einfacher, als wenn die im Wasser sind. Krass, dass ich den Sprung geschafft habe. Nice. Ich rein? Hallo? Ah, die gelbe. Let's go. Ich glaube, man hätte doch den blauen zuerst machen sollen. ja. Funny. Ja, man hat den gelben gemacht, obwohl wir den blauen gemacht haben. Ich bin halt hier hochgekommen, nachdem ich rosa und rot gemacht habe. Mit den Wasserblöcken. Die kann man nämlich einfach an die Wand setzen. Aber ich weiß nicht, wie ich das blaue aktivieren soll, muss ich sagen. Damit können wir den anderen noch machen. Ich mach den auch, weil ich keine Ahnung, wie ich das blaue machen soll. Oh, ich weiß, wie ich das blaue machen soll. Oh, ich hab eine Idee. Mit Einklang. Apropos Einklang. Ich sollte mir vielleicht Luft holen. Ah, Schatzkiste. Goldenes Ei. Können wir wieder verkaufen, dann haben wir wieder Geld. Ach, das ist der Raum mit den zwei... Wait, warum geht's hier wieder nach oben? Ah, geht es nicht. Reicht das? Ach, das ist der Boss-Key. Wow. Wie kriege ich die am schnellsten weg? Müssen wir mal ganz kurz noch. Aua. Ja.
Fick doch. Hallo, mach dich ran. Ach so. Okay, aber Moment mal, was ist denn hier? Hä? Ach so. Aber was ist da oben? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ja, wir schlafen gleich, dann haben wir das hinter uns. Vielleicht brauche ich doch was anderes. Das ist alles zu krass. Oh, guck mal hier. Es gibt später 4 Energieleisten. Cool. Füllt Energie komplett auf. Ja, okay, schön. Leuchten. Schneller schwimmen. Hey. Passt doch perfekt. Was haben wir hier eigentlich? Wirst von einer weniger weit zurückgeworfen. Weniger Herzen. Oh, ja. Und mehr Herzen. Ist das hier? Schneller schwimmen. Wow. Kill sie alle. Oh, nice. Sehr gut. Aber das mit dem schneller Schwimmen war auf jeden Fall sehr gut. Von hier. Boah. Wieder voll ab. Oh, jetzt könnten wir schon nach oben kommen, oder? Also theoretisch wäre es schon möglich, ne? Theoretisch wäre es möglich. Ach. Echt gut schnell voran hier. Ich mal früher anlegen sollen, diese Sora Schwimmflossen. Also theoretisch. Kommen wir jetzt schon da hoch? Ich will das sogar testen. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Aber dafür muss ich erstmal damit klarkommen.
Freund. Jetzt fällt mir gerade was ein. Alter, kannst du dich bitte verpissen, Alter? Verreck! Ich weiß immer noch nicht, was da oben ist. Ach, da kommt man zurück. Ja. Da kommt man zurück. Gut, dass wir die Schwimmflossen angelegt haben, ne? So, ich weiß nicht, wie wir das machen. Ja. Aua. Ich brenne ein bisschen, ne? Kein Problem. Gut. Man muss das einfach nur hochheben. Ja, ist ja gut. So, da habe ich das Blaue auch aktiviert. Oh. Jetzt kommen wir zum Boss. Ja, hier kommt man da, ja, zurück. Ach ja. Hui. So, wir sind aber noch nicht genug geheilt. Können wir jetzt zum Boss? Ich denke mal, wir werden Bombenfische brauchen. Let's go. Und wir wissen ja schon, was der Boss ist. Da oben war wahrscheinlich noch eine Fee drin, ne? Ich bin auch unsinn. Aber egal. Wirbelrufer. Okay. Hey, unfair! Alter. Okay, der kann's nicht. Thank you.
Ja, komm ja gar nicht durch. So einfach. Ach. Der war echt nicht einfach. Aber cool. Whee! Die sind so süß, die Viecher. Meine Gefährten haben ihre Kraft mit mir geteilt. Und kriegst du jetzt Level 5? Ja, nein, doch. Ja, vielleicht. Somit sind meine Fähigkeiten jetzt stärker geworden. Der braucht nur noch ein Ding weniger bei den Geilen. Oh, das ist ja nice. Alles, was vorher 2 gekostet hat, kostet jetzt nur eine 1. Kann ich jetzt auch Sachen rufen, die nicht... Also, die 1er kann die jetzt nur 0? Also, nee, das geht ja nicht. Nee, dann sind... krass, das ist auf jeden Fall geil. Wenn nun weniger verbraucht. Cool. Du hast 5 Kristalle der Stärke. Okay, geil. Oh, das heißt, wir können das Luxusbett jetzt auch immer benutzen, ne? Als wir den Riss geschlossen haben, habe ich etwas von meinen Gefährten gehört. Sie alle hatten noch nie einen so großen Riss schließen müssen. Uns war nicht bewusst, dass derartig gewaltige Risse entstehen, wenn wir eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt sind. Wenn du das Ungeheuer nicht bezogen hättest, wäre das Ganze vielleicht übel ausgegangen. In dieser Welt ist nichts, haben wir nichts mehr zu schaffen. Lass uns von hier verschwinden. Cool, wir haben jetzt 29. Holy shit. Und wir kriegen ein Herzlein. Yes. Gut. Gucken wir kurz auf die Map, ob wir alles haben. Jo. 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 Und ja. Karte. Wait, warum geht's noch weiter runter? Ach so. Karte wechseln. So. Hier haben wir auch alles. Perfekt. Das mit den reduzierten Kosten ist schon echt geil, muss ich sagen. Vor allem, weil ich jetzt echt geile Kombis machen kann, ne? Fällt mir so gerade ein. Whoa. Ah, Zelda ist zurück. Uhu. Zelda, du bist eine Wucht. Alle Risse sind verschwunden. Mhm. Doch, was ist mit Lord Yabu Yabu? Wir haben den Riesenfisch in der Welt des Nichts gesehen. Er ist jetzt sicher auch wieder ganz der Alte.
Oh, wirklich? Das ist beruhigend. Ich danke dir, Zelda. Zlat und ich sind etwa gleich alt und beide Oberhäupter unseres Volkes. Wir haben viel gemeinsam und doch streiten wir uns oft. Vielleicht sind es auch unsere Gemeinsamkeiten, die uns provozieren, sich mit den anderen messen zu wollen. Aber eigentlich sind wir viel stärker, wenn wir unsere beiden Völker an einem Strang ziehen. Die Stufe, die uns jetzt bei unserem letzten Streit gezeigt haben, war wirklich keine Sternstunde. Das sind Ausnahmen, muss man dazu sagen. Eigentlich sind sie ganz gute Freunde. Wir waren noch nie gute Freunde. Verbreite hier bitte keine Gerüchte. Recht hat sie, also hör auf zu sammeln, Inara. Alles klar. Jedenfalls... Ohne dich, Zelda, hätten wir diese verzweifelte Lage nicht gemeistert. Lass uns dir noch einmal in aller Form danken. Oh. Verehrte Kushara, wer da? Loch Jabba Jabba ist zum Blackplatz zurückgekehrt. Ja. Dann sollten wir uns auch dorthin begeben, Zelda. Jetzt wird gefeiert. Schmeißen wir ein Fest zu deinen Ehren. Okay, Zelda stimmt zu. Hätte ich nicht gedacht. Oh, Zelda hat die Dings abgezogen. Die Kapuze. Nice. Ich hätte dieser Sora-Musik ewig zuhören können. Diese ganze Sache mit dem Clinch verstehe ich zwar immer noch nicht, aber eins verstehe ich, sich zu vertragen ist schöner als streiten. Oh, guck mal. Oh, wo bin ich hier? Entschuldigung, könnt ihr mir vielleicht helfen? Zuerst sollte ich mich wohl vorstellen. Ich bin General Dex aus Königreich Hyrule. Ich bin plötzlich mitten im Meer zu mir gekommen. Ich habe festliche Musik gehört und bin deshalb hierher geschwommen. Könnt ihr mir vielleicht sagen, in welcher Richtung ungefähr ich Schloss Hyrule finde? Lass mich dich mal ansehen. Das ist doch... No, tatsächlich, eure Hoheit. Ich hätte ja nie ein Leben an so einem Ort erwartet. Das sind die Jabul-Gewässer, oder? Was hat uns denn hierher verschlagen? Wie bitte? Das habe ich alles verpasst? Und Ministerin Sinstra, ist derweil also im Haus von diesem Blueberry? Dann werde ich umgehend zu ihr stoßen. Abarsch! Okay. Diese Risse sind geschlossen, aber dein Vater ist leider nicht aufgetaucht. Was nun, Zelda? Sollen wir auch erstmal zu Luberys Haus gehen? Ja, wäre nicht schlecht. Ich suche nach dem König. Kann ich hier eigentlich... Nein, der König bleibt verschwunden. Nice. Ich will jetzt tatsächlich nochmal hier reingehen, weil...
Einfach nur zum Gucken, ob der Typ da ist. Oder bleibt das jetzt verschlossen? Seht ihr diese komischen Steine hier am Boden? Welche Wurzel nicht? Ah, okay. Diesen Stein hier haben mich gerade an so ein. Vielleicht so ein Rätsel erinnert. Aber okay, ist egal. Ich will nochmal hier hin. Er sieht fröhlich aus, soweit man das sagen kann. Schade. Schade. Ich will hier nicht aufs Dach steigen, aber ich will hier aufs Dach steigen. Na ja, egal. Ist hier noch irgendwas? Wie bist du eigentlich jetzt wieder hier in die... Wie ist der wieder hier reingekommen? Ich komme nicht mehr da hoch. Tschüss. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch Geheimnisse aufgetreten sind, nachdem... Ja, sind es. Da sind Geheimnisse. Tatsächlich, hier ist einfach nur ein Herzteil. 4 Herzteile gesammelt. Oh, lol. Ja, haben wir nochmal ein neues Herz dazu gegönnt, ne? Anders ist hier aber nichts, ne? Gut, wir sollten nämlich jetzt eigentlich erstmal diesen Bereich erkunden, weil wir das noch nicht gemacht haben. Wäre vielleicht nicht so bad. Echt? Ich kann da nicht da sitzen? Oh. Sind wir schon. Ich sollte übrigens auch eher mit der Plattform jetzt arbeiten, ne? Kostet ja nur 2, ne? Hä? Ach, das geht nur bei Ausgewählten. Ah, ja, okay. Der ist reduziert. Der nicht. Schade. Okay. Ja, ja, verstehe. Aber die Zappelqualle ist aktiv. Ah, okay. Ich versuche nämlich immer noch rauszufinden. Wie ich dieses scheiß Rätsel da lösen kann. Ich könnte auch von diesen Arachnos spawnen, ne? Hm. Ihr wisst hoffentlich, auf welches Rätsel ich anspiele. Nämlich auf diese blöden, verkackten Kackdinger da, ey. Okay, lol, die bleibt sogar schweben. Das heißt, nicht alles ist reduziert worden. Sondern da ist der Spacken. Ich weiß aber, dass hier hinten noch eine Kiste ist. Deswegen bin ich hier hingekommen. Sagen, da oben geht's nicht weiter. Da waren wir schon.
glaube tatsächlich, hier ist nichts mehr. Auch wenn man vorher hier noch nicht hier hin konnte. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Achso, wir wollten ja sowieso mit den Bomben schauen. Haben wir die Kiste da oben schon geholt? Wir haben ja jetzt Bomben. Da sollte... Oh. Meine Mami feiert sich so seltsam. Ich hatte die ganze Zeit den Teich in unserem Haus und mummelt irgendwas über Monster. Sie wird sich ein Monster verfüttern. Nein, das kann nicht sein. Aber sie ist bestimmt ganz enttäuscht von mir, weil ich noch einmal nicht schwimmen kann. Ich habe einfach zu große Angst davor. Oh, dass die Versicherung übernimmt. Wo ist die? Was ist die hier drin? Hallo, du musst Zelda sein, ja? Stimmt es, dass du welche von uns gerettet hast, die vom Riss verschluckt wurden? Nun, wo du so hilfsbereit bist, kann ich dich um ein paar persönlichen Gefallen bitten. Ich möchte, dass du mir ein paar Monster bringst. Grimmiges, schauendes Fischmonster. Okay. Ein grimmig schauendes Fischmonster, ja. Das hier? Nicht? Perfekt, das ist die genaue Art grimmiges Monster, die ich dir erhofft habe. Gib mir einen Augenblick. Danke, dass du mir dieses Monster gemacht hast. Ich konnte einiges daraus lernen. Die explodiert, wenn man sich ihnen nähert. Was? Warum willst du einen Bombenfisch haben? Aber okay. Dann wollen wir doch mal sehen. Ja. Leider nicht prachtvoll genug. Der Glanz kommt hin. Hä? Was macht die? Danke dir, dass du mir dieses Monster besorgt hast. Ein britzelndes Quallenmonster. Ja, okay. Gut, dass ich das schon hab. Wie schön. Es kreist du durchs Wasser tanzt. Dieses Monster ist genau, was ich mir vorstelle. Noch so und dann so. Diese Farben, dieser Glanz. Was macht die? Jetzt habe ich es. Tada! Gut, das wäre geschafft und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Aber erst in der nächsten Folge. Deswegen alle abonnieren und danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss!